Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Zopf. Bettina Zopf ist Gewerkschafterin und Bezirksbäuerin des Bauernbundes im Bezirk Gmunden. Sie kommt aus Altmünster am Traunsee. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher vor den Fernsehbildschirmen. Da viele Menschen in Österreich arbeiten gehen und Steuern zahlen, ist in Österreich ein ausgezeichneter Sozialstaat. Das hat eh der Kollege Muchic gerade erwähnt. Eines kann ich nicht vertreten, dass der Staat Österreich nur gemolken wird. Die SPÖ verwechselt bei der Verteilungsgerechtigkeit etwas. Ihr teilt nicht das eigene Geld, so wie der heilige Martin seinen Mantel. Nein, es geht um das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Es kann nicht das Ziel sein, die soziale Hängematte noch weicher zu gestalten, als sie jetzt schon ist. Die zahlreichen Anträge auf Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70% sind nicht nur der Tod für die Kurzarbeit, sondern einfach nur überzogen. Ich frage mich, wo ist hier die soziale Gerechtigkeit? Ein prozentueller Anstieg des Arbeitslosengeldes stärkt die hohen Einkommen auch in der Arbeitslosigkeit wesentlich mehr als die niedrigen. Der Pauschalbetrag von 450 Euro stärkt jeden im selben Ausmaß. Die arbeitslose Friseurin kriegt genauso viel wie der arbeitslose Vorarbeiter. Das ist wiederum, liebe SPÖ, ein Beitrag zur Schließung der Einkommensschere. Gerade in schwierigen Zeiten und vor allem im Bereich der Niedrigverdiener begreift diese Maßnahme so richtig. Warum das die Opposition kritisiert, ist mir einfach unverständlich. Wir helfen, wo wir helfen können, aber bitte bleiben Sie am Boden der Realität. Jeder und jede Arbeitslose ist einer zu viel. Daher stellt die Regierung, und hört's gut zu, liebe SPÖ, 1,5 Milliarden Euro für die Kurzarbeit, 700 Millionen Euro für die Arbeitsstiftung, die zur Umschulung von Arbeitssuchenden dient, 57 Millionen Euro für Ausbildungspflichtige bis 18, 105 Millionen Euro für die Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen. Es muss immer darum gehen, möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu halten und Arbeitslose wieder in ein Arbeitsverhältnis zu bringen. Ich möchte heute das Budget 2021 in der Corona-Krise mit einer unbekannten Bergtour vergleichen. Es gibt Berge, über die man hinüber muss, sonst geht der Weg nicht weiter. Und dazu muss man wissen, wer einen Berg besteigt, muss sich eines bewusst sein, dass das Ende nicht der Gipfel ist. Die Kunst bei der Bergtour-Corona-Krise ist es, mit seinen Kräften zu haushalten. Die Bundesregierung hat sich auf diesen Corona-Berg mit einem stets gut gewirtschafteten Staatsbudget vorbereitet. Wir haben eine gute Kondition. Daher können wir es uns jetzt leisten, auf die Ressourcen zurückzugreifen und mit unseren Modellen den Menschen Halt und Sicherheit bei den schwierigen Passagen geben. Das Wichtigste bei einer unbekannten Bergtour ist immer der Glaube, dass wir es gemeinsam schaffen. Eines möchte ich abschließend nur sagen. Jeder Einzelne in diesem Land hat nun auch die Möglichkeit, einen Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leisten. Vor allem, besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit. Unterstützen wir den österreichischen Handel, die österreichische Gastronomie und die österreichischen Betriebe, denn nur so sichern wir unzählige Arbeitsplätze in den Betrieben, nur so kann unsere Wirtschaft in Schwung kommen. Ein Konjunkturpaket namens Eigenverantwortung aller Österreicherinnen und Österreicher. Bettina Zopf mit ihrer virtuellen Bergtour vielleicht auf den Traunstein.